Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem Rückblick. Und zwar fragen wir uns wieder zu den Neuzugängen aus Mai 2017. Schon gelesen oder suppt es noch? Ja, ich habe ja leider durch meine Krankheit im April kein Video zu diesem Format drehen können, sodass wir jetzt sozusagen monatsgleich sind. Ich weiß auch gar nicht, was mir letztes Jahr eingefallen ist, um im März oder April den Monat danach sozusagen mir anzugucken. So macht es jetzt gefühlt ja tatsächlich irgendwie mehr Sinn. Und wir gucken uns jetzt eben gemeinsam die Neuzugänge aus dem Monat Mai an. Und ich bin schon sehr gespannt, was ich davon gelesen habe. Ja, meine türkisene Wand ist sehr schön. Die gab es also letztes Jahr im Mai sozusagen schon. Ich hatte letztens mal überlegt, wann ich meine Küche gestrichen hatte. Es muss also irgendwie April, Mai gewesen sein, sodass ja, das Video in diesem schönen Karibikblau sozusagen entstanden ist. Insgesamt sind im letzten Mai 10 Bücher eingezogen und ja, sind wir gespannt, was es so gewesen ist. Das erste Buch im Mai 2017 war Tiefenwelt von T.F. Sperling aus dem Drachenmond Verlag. Und ich weiß, dass das eine sehr gute Dystopie war. Ich weiß, dass ich sie sehr gemocht habe, dass ich es sehr spannend fand mit dieser Unter- und Oberwelt und dass ich auch die Protagonistin sehr mochte. Ich glaube, es war sogar so ein kleines Highlight in dem Monat. Und ja, ich bin ja ein großer Dystopien-Fan. Auch Jugendbuch-Dystopien sprechen mich ja immer wieder sehr an. Und ich mochte hier auch die Sprache, ich mochte ja die Geschichte hinter dieser Dystopie, wie es dazu kam, und mochte auch die Charaktere gern, und ich habe das in sehr, sehr positiver Erinnerung. Die Unvergesslichen von Val Emmich aus dem Drömer Verlag, ja, war das nächste Buch, und das habe ich gelesen. Kann mich aber gefühlt überhaupt nicht mehr daran erinnern. Also ja, ich weiß, ich habe es gelesen, ich glaube, ich fand es sogar ganz okay, aber es hat sich jetzt nicht irgendwie in mir eingebrannt. Ja, Joe Hill, Fireman, Joe Hill, der Sohn von Stephen King, das neue Buch von ihm, habe ich tatsächlich abgebrochen. Mich hat das überhaupt nicht überzeugen können. Dieser Feuermann, der eben durch, also da haben sich ja Menschen entzündet, das war ja so ein bisschen eine apokalyptische Endzeitgeschichte, und die Menschen entzündeten sich selbst und waren dann eben nur Schutt und Asche, und er war da ja so ein bisschen immun dagegen und hat andere Menschen in der Gruppe gefunden, die das auch waren, und ich weiß, dass mich das irgendwann total gelangweilt hat und ich überhaupt keinen Zugang zu dieser Geschichte gefunden habe und es dann eben auch abgebrochen habe, was mir unglaublich leid tat, denn es ist halt Joe Hill, und die anderen Bücher von ihm vorher, die ich gelesen habe, fand ich ja wirklich auch sehr, sehr gut. Und was Joe Hill im Gegensatz zu seinem Vater meistens bisher sehr gut konnte, waren eben auch die Enden. Stephen King versagt ja immer mal bei Enden und macht die nicht so, wie der Rest der Geschichte es verdienen würde, und Joe Hill schafft das tatsächlich ganz gut. Es gibt ja auch das ein oder andere King-Buch, wo Joe Hill das Ende geschrieben hat oder verändert hat oder bearbeitet hat, und ja, aber leider konnte mich Fireman nicht überzeugen. Ganz anders das nächste Buch von Sylvain Neuvel, Giants, Zorn der Götter. Das müsste... Ist das schon der zweite Teil oder noch der erste Teil? Ich glaube, der zweite Teil. Und das ist ja eine Reihe, die ich unglaublich feiere. Es ist eine tolle Science-Fiction-Story und es wird auch dieses Jahr noch der dritte Teil herauskommen. Ich bin so, so gespannt, wie das enden wird. Es geht hier ja so ein bisschen darum, dass ein junges Mädchen, eine junge Frau vor vielen Jahrzehnten sozusagen ja eine übergroße Hand gefunden hat und sich dann im Grunde ja Giganten sozusagen auf dieser Erde irgendwie wo befinden. Und das Besondere an der Geschichte ist nicht unbedingt die Geschichte selbst, sondern wie sie erzählt wird. Denn es sind reine Interviews, manchmal so ein bisschen Ich-Perspektive, also mega spannend gemacht und wirklich eine Reihe, die ich absolut gigantisch bisher finde und mich wirklich sehr auf den dritten Teil freue. Und dann habe ich, glaube ich, bei Rebuy oder Medimobs bestellt und habe mir den zweiten und dritten Teil von Stephen Kings Der dunkle Turm Reihe zugelegt. Ich glaube, 3 ist der zweite Teil und Tod, also Schwarz, 3 Tod, Tod sogar mit Punkt, muss man, glaube ich, noch nicht richtig verstehen, wahrscheinlich erst mit der Handlung. Ja, ich hatte ja Schwarz im letzten Jahr gelesen, den ersten Teil der dunklen Turmreihe, und habe, glaube ich, den 4. oder 5. Teil ja schon zu Hause, weil meine Mutter den Klappentext spannend fand, aber dann erst weiter drin gelesen hat, dass es Der dunkle Turm ist und sie die Teile vorher nicht gelesen hat. Ich weiß tatsächlich, also sie sind nicht gelesen, ich weiß tatsächlich nicht,
ob ich mit der dunklen Turmreihe weitermache. Ich würde es noch nicht kategorisch ausschließen, aber schwarz war so gar nicht meins und irgendwie kann ich mich auch noch nicht so anfreunden mit so einer großen, gefühlten, unendlichen Reihe, obwohl sie jetzt natürlich geendet hat. Mal gucken. Also es gibt ja viele, die schwärmen. Mal schauen. Ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Dann nur, was ich mag von der lieben Sissy vom Kanal Typisch Sissy. Sie hat ja auch einen YouTube-Kanal. Ist ein Buch über Minimalismus, über das Aussortieren, über ja, im Grunde, wie man sein Zuhause gestalten kann, sodass man sich wohlfühlt. Und Sissy sagt ja von sich selbst, sie war früher kaufsüchtig und hat sich davon im Grunde gelöst. Und bei ihr ist jetzt eben nur noch, was sie mag. Und ich mochte das Buch sehr, sehr gerne. Es ist für den Einstieg wirklich gelungen. Wenn man aber schon ein bisschen was mit Minimalismus zu tun hatte, sich da ein bisschen auskennt, dann ist es jetzt nichts absolut Neuartiges. Ja, der erste Manga, der, glaube ich, bei mir eingezogen ist, war Sherlock, ein Fall in Pink. Als absoluter Sherlock-Fan der BBC-Serie musste der Manga bei mir einziehen und ich habe ihn natürlich auch schon gelesen, so auch Teil 2 und Teil 3. Ich bin sehr gespannt, wann die zweite Staffel vermangert wird, sozusagen ein großartiger Manga. Mich zieht es sonst nicht zu diesem Genre so hin, aber Sherlock hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und es basiert eben auf ja, BBC und man sieht hier auch schon, ja, Benedict Cumberbatch ist hier eben auch Sherlock Holmes und ich hätte direkt schon wieder Lust, die Serie zu gucken. Habe ich erst gemacht, nämlich wie der dritte Teil der Manga-Reihe rauskam, habe ich mir angefangen, die erste Staffel anzugucken und hier sieht man auch Martin Freeman. Ja, die erste Staffel nochmal angeguckt und musste dann natürlich auch weiterschauen und ich mag es unglaublich gerne. Also ich bin absoluter Fan und ich mochte auch an dem Manga, dass man eben so einzelne Szenen nochmal sehr intensiv gezeigt bekommt. Fand ich großartig, hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ja, gleich die nächste Highlight-Reihe, Die Brut. Sie sind da von Ezekiel Boon. Auch hier warten wir auf den dritten Teil, der jetzt, glaube ich, im Mai erscheint oder schon erschienen ist. Je nachdem, ich glaube, er erscheint jetzt noch. Irgendwann Mitte, Ende Mai. Und die Brut, darum geht es eben, dass irgendwo auf der Welt sich eine Brut aufmacht, die Menschen im Grunde verschlingen kann. Und auch hier ist das Schreibstil einfach absolut grandios. Es hat ein bisschen was Trashiges, aber ich fand es großartig. Ich habe den zweiten Teil dann auch in Ägypten gelesen, in meinem Urlaub. Und das war, also man hatte wirklich Gänsehaut, sogar bei 30 Grad am Strand. Auch der erste Teil hat mich absolut mitgerissen. Es ist eine Mischung. Wir verfolgen einige Charaktere regelmäßiger. Andere springen wir sozusagen hin, bevor irgendwas an diesem Ort passiert. Und man sucht natürlich nach der Lösung des Problems und, ja, wie man im Grunde dieser Brut Herr werden kann. Und ich fand es einfach großartig. Ich mochte die Stimmung, der Thriller war einfach wirklich absoluter Hammer und ich freue mich jetzt mega, mega, mega auf den dritten Teil, der dann auch im Regal stehen bleiben wird. Den ersten Teil und auch den zweiten Teil habe ich jeweils verliehen, verschenkt. Aber der dritte Teil mit diesem wunderschönen Bronze wird dann definitiv bei mir einziehen und auch bleiben und für diese hoffentlich mit geilen Abschluss ja, stehende Reihe dann auch im Regal bleiben. Und dann nach meiner Rechnung müsste das jetzt auch das letzte Buch sein. Das war das Hörbuch von Nicolas Barrault, Das Café der kleinen Wunder. Ich weiß, dass mir irgendwann im Mai einfach danach war, eine Nicolas Barrault zu hören und ich das Café der kleinen Wunder nicht kannte. Es dann auch wirklich direkt gehört habe und ich es auch wieder ganz wunderbar fand. Ich finde, Nicolas Barrault geht nicht immer. Ich glaube, man braucht da, oder beziehungsweise Frau, braucht da immer die besondere Stimmung, so geht es zumindest mir, denn er ist schon sehr emotional, sehr schnulzig, sehr triefig. Mir ist da nicht immer nach, aber manchmal, ich glaube, direkt nach der Brut hat man sowas dann gebraucht. Ja, also ich fand das Hörbuch sehr toll gesprochen von Steffen Groth und mag auch Nicolas Barrault sowohl lesend als auch hörend und habe immer wieder Spaß mit seinen Geschichten. Aber es braucht eben so gefühlt den richtigen Moment, dass man dazugreift. Ja, das waren sie nun, die 10 Bücher aus dem Mai. Ich glaube, es war ähnlich wie in diesem Jahr, dass ich mir dachte, ich möchte eigentlich einstellig bleiben und dann ist, glaube ich, das Hörbuch so dazwischen gekommen. Mal gucken, wie es jetzt im Mai 2018 laufen wird, ob ich da einstellig bleibe, ob ich es knapp verfehle oder komplett alles dahin ist. Das werden wir, denke ich, dann bei den Neuzugängen für Mai 2018 sehen. Es sind hier jetzt im Grunde 2 ungelesene Bücher und das sind die beiden King-Bücher und ja, wo ich noch nicht mal weiß, ob
ja, ob überhaupt oder nicht oder wie auch immer. Ich finde, ein sehr, sehr guter Schnitt und bin da auch wirklich sehr, sehr zufrieden und finde das wirklich wieder großartig, dass so viele Bücher gelesen wurden, was natürlich bei 10 Büchern in einem Monat definitiv leichter ist, als wenn man eben Neuzugänge mit, ja, 20, 22 hat. Das ist natürlich immer schwieriger, dann im Grunde aufzuholen, wenn man dann eben in den nachfolgenden Monaten nicht auch ein bisschen weniger an Neuzugängen hat. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit diesem Rückblick und vielleicht, ja, seid ihr absolut schwärmerisch der Dunklen Turmreihe gegenüber, dann schwärmt gerne in den Kommentaren und animiert mich da weiterzulesen. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch ein bisschen erzählen, ob ihr eure Bücher trackt, eure Neuzugänge, ob ihr da immer mal drauf guckt, was schon wie lange auf eurem Sub liegt. Würde mich sehr, sehr interessieren. Würde ich mich wirklich sehr freuen über Kommentare und natürlich auch, ob euch das Format weiterhin genauso viel Spaß macht wie mir selbst, weil ich mag das tatsächlich gerne, so diesen Rückblick zurück. Und ja, freue mich auf das nächste Video dieser Art und hoffe, ihr seid natürlich auch wieder beim nächsten Video dabei. Danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.